Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine bringt unmenschliches Leid über die Menschen in der Ukraine. Aber auch unsere Gesellschaft in Deutschland gerät unter Druck aufgrund der explodierenden Energiepreise. Die Bundesregierung hat jetzt einen Abwehrschirm aufgespannt, der mit 200 Milliarden Euro ausgestattet ist, um bezahlbare Energie zu gewährleisten. Dahinter verbirgt sich eine Strompreisbremse und eine Gaspreisbremse. Im verlinkten Blogartikel habe ich euch nochmal zusammengefasst, worum es geht und wie wir damit über den Winter kommen. Wichtig ist, wir müssen solidarisch bleiben und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in den nächsten Monaten weiter stärken.